Guten Morgen, guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum zweiten Tag des BGW-Forum Sicher und Gesund in der pädagogischen Arbeit. Also willkommen zurück hier vor Ort und natürlich auch willkommen zurück an Sie hinter Ihren Bildschirmen zu Hause. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und wir freuen uns, dass Sie gestern so aktiv mitgemacht haben und sich beteiligt haben. Und wenn Sie noch mal so zurückblicken auf die Eröffnung. Gestern, das war 10 Uhr, wir sind jetzt eine Stunde vorher. Da haben wir gesagt, dass es uns wichtig ist, beziehungsweise wir haben sogar gesagt, es ist ein Herzensanliegen von uns, dass Sie aus dieser Vielfalt von diesen Wahlprogrammblöcken Anregungen, Inspiration, Impulse für sich einmal, aber auch für Ihren pädagogischen Alltag, für Ihren Alltag zu Hause mitnehmen, also Ihren Alltag in Ihren Einrichtungen mitnehmen. Und dass Sie mit neuen Ideen und auch Möglichkeiten pädagogischer Arbeit Ihre Denkweise, Ihre Gedankenwelten und Perspektiven wachsen, dass Samen gesät werden, die auch in schwierigen Situationen neue Lösungen ermöglichen und dass Ihr Wachstumsmindset sprießen kann. Und dazu gab es heute, gestern viele, viele Inspirationen und auch mein Wachstumsmindset ist gesprossen. Es war gestern noch kleiner, wenn man so den Vergleich sieht. Und da sind Sie auch mit beteiligt mit Ihren Anregungen und auch Rückmeldungen schon. Und ich lade Sie jetzt ein, einmal ganz kurz innezuhalten und nochmal nachzuspüren den gestrigen Tag. Wie ging es mir gestern? Und was war wirklich hilfreich, wichtig und auch gut für mich? Dass Sie einmal so einen Moment nachspüren. Und gab es Menschen, Begegnungen, die Sie inspiriert haben? Und gab es sogar vielleicht sowas wie Aha-Momente? Und wir haben dazu eine Word Cloud vorbereitet. Sie haben einen QR-Code, die hier vor Ort sind, haben einen QR-Code auf ihren Stühlen, dass Sie da mal gucken. Und jetzt ist es wichtig und auch zu Hause an den Bildschirmen, Sie haben einen QR-Code jetzt sichtbar. Und Herr Hesselmann ist auch wieder dabei. Schön, dass Sie da sind und begleitet Sie heute den gesamten Vormittag. Und wir laden Sie ein, jetzt einmal Ihr Handy zu nehmen und diesen QR-Code zu scannen. Und wir sehen schon, es tauchen Worte auf. Und zwar geht es, haben wir da die Frage gestellt, was hat gestern Ihr Mindset wachsen lassen? Was waren das für Anregungen, die Sie inspiriert haben? Was war gut für Sie? Was war wichtig für Sie? Was war hilfreich für Sie und Ihren beruflichen Alltag? Und Sie können jetzt ein Wort, zwei Worte schreiben. Sie können die auch wiederholen. Und es entsteht hier ein Bild von Inspiration und Anregung. Thank you.
was sichtbar wird. Es ist also lebendig. Viele tragen ein, was sie mitnehmen, was ihnen wichtig war. Und nicht nur hier, sondern auch von zu Hause an ihren Bildschirmen. Und es hört gar nicht auf, sich zu verändern und zu bewegen. Und wir sehen trotzdem, dass einige Begriffe so ein Stück rausstechen. Information, Austausch und Konfliktangebote. Ja, ich glaube, ihr wollt so richtig wissen, ne? Okay. Und jetzt ganz kurz spielen wir, weil ihr uns so kennengelernt habt, 2, 3 Begriffe aus eurer Word Cloud. Vielen Dank für eure hier Beiträge, Eintragung. Das heißt, wir können, das ist auch eine Rückmeldung hier an diesen gestrigen Tag, dass ihr Sachen für euch mitgenommen habt. Gut. Das ist so. Austausch. Bei uns haben die alle Schnupfen. Ah, ist ja interessant. Ja, da kommen wieder harte Zeiten auf uns zu. Konfliktangebot. So, guck mal, was ich hier für dich hab. Ich hätte hier nicht ein Paket Scheiß. Ja! Das ist schon bis hierher. Das packst ein du Geschenk. Jetzt aus! Das nehme ich und ich geb's gleich weiter. Ha! Ich nehme dieses Angebot nicht an. Ärger ist Lernangebot. Wo gibst du hier den Kaffee? Ach, ich sag nur, ja, ein Arschengel ist mir begegnet. Ich wollte dir nur ein Angebot machen. Ein Arschengel. Kaffee. Ein Angebot hier. Ist es mit meinem Selbstwert vereinbar, dass ich lächle? Letzter Begriff. Workshops. Wow, heute 19 Workshops. Ein Glück bin ich hier vor Ort, ne? Aha. Und noch ein Vortrag. Endlich mal verstanden. Wow, und dann noch ein Barcamp. Das ist wirklich super. Okay. Und Dankeschön an euch. Und wir springen jetzt gleich in den heutigen Tag, weil im Anschluss, da sitzen die schon. Es geht jetzt los mit dem Satellitensymposium. Heute hier in Halle Süd D. Das muss ich nicht sagen für die, die da sind, und für Sie aber nochmal an den Bildschirm. Parallel dazu gibt es dann auch ein Plenum, Gefährdungsbeurteilung, physische Belastung. Da gibt es insgesamt 3 Vorträge. Und ganz wichtig, wir haben wieder einen vollen Tag, der ist so aufgebaut wie gestern. 3 Wahlprogrammblöcke mit insgesamt 6 Plänen. Und gerade sagte ich schon, heute mit 19 Workshops und einem Vortrag. Und ganz wichtig, in der 2. Wahlblock-Einheit ein Barcamp-Pop-Up. So, das ist einmal hier zum Programm. Und noch ein wichtiges Anliegen. Gestern haben wir ja die Umfrage, haben Sie zugesendet bekommen. Da geht es nochmal um Ihre Erfahrung mit Corona. Also speziell auch natürlich in Ihren Einrichtungen und Ihren Umgang mit Corona. Und Sie würden die BGB darin unterstützen, das wirklich auszufüllen. Es dauert nicht lange, das sind 5 bis 10 Minuten und die Daten werden anonymisiert behandelt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen
weiterhin anregenden und inspirierenden Tag und dass Ihr Wachstumsmindset wächst. Schön, dass Sie da sind.